everyone. It's so good to see you all again. Here with us. What a night is in store for us. Saintly triumph on the floor. And here are our guests. Have you gone by the sea? Ich bin der Markus Schikatis. Ich bin der Typ von Exquisit. Ich mach Veranstaltungen. Ich mache seit einigen Jahren nebenbei Pubquiz-Veranstaltungen in Darmstadt und habe dann angefangen mit einem befreundeten Quizmoderator Veranstaltungen in größeren Veranstaltungshäusern und Musikfestivals zu machen. Und daraus ist entstanden, dass man dann eine Firma daraus machen könnte. Ja, relativ viele Konzepte entwickelt und erfolgreich durchgeführt. Und das Waldsterben ist jetzt eins der aktuellsten und erfolgreichsten. Ja. keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das Spiel ist einfach gut. Wir haben tatsächlich nicht besonders viel Werbung gemacht. Der größte Teil unseres Marketings ist Mund zu Mund. Nicht Propaganda, aber Mund zu Mund Werbung. Den Leuten gefällt es. Das ist, ich glaube, eine wesentliche Komponente davon ist, dass man mal in der Natur ist, dass man zusammen im Team was machen kann und dass es was ist, was man absolut nicht kennt. Also, dass es was ganz Neues ist. Ein Teilnehmer von Waldsterben, der sich selber die Produktionsqualität gefreut hat. Also dass es nicht nur einfach heruntergeredete Fragen sind, sondern dass es tatsächlich ein bisschen mehr Aufwand ist. Dass jedes Hörspiel mehr als nur ein Monolog ist, sondern dass auch hinten dran was passiert und dass insgesamt eine Geschichte entsteht, die die Leute sehr, sehr cool finden. Oh, die Geschichte ist peu à peu entstanden. Also da ich nicht linear erzähle, sondern dass es immer so Geschichtsfetzen sind oder sagen wir mal lose zusammenhängende Kurzgeschichten, hat sich das mehr oder weniger beim Schreiben, also beim Produzieren, wurde die Geschichte geschrieben. Es sind ein paar Elemente, die rein auf Darmstadt zutreffen, die natürlich für Ingolstadt geändert werden, aber es gab kein großartiges Konzept, was die Story angeht. Es gibt natürlich Vorbilder aus der Geschichte, was Serienmörder angeht oder was große Verbrechensserien oder ungelöste Mordfälle angeht. Aber es gab jetzt von Anfang an keinen richtigen Plan. Das hat sich dann irgendwie so entwickelt und funktioniert und warum auch immer. Swimming. Mehr oder weniger durch Zufall. Also die Familie Glöckel hat mich im Wald besucht. Die haben Verwandte in Darmstadt und haben dann das Spiel gesehen und dachten, na, das ist eine coole Sache, das würden wir gerne in Ingolstadt machen. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und festgestellt, dass Ingolstadt ein tolles Naherholungsgebiet hat. Und das passt perfekt. Ja. We've been together. Also einmal hier, also das finde ich sehr obskur. Ich würde jetzt darauf tippen, dass es ein Fundament für einen Turm ist. Kann aber vollkommen falsch liegen. Es ist so krass out of place, dass man da eine Station dran machen muss. Auf jeden Fall. Oh, also man muss, also ich werde es bei den ersten paar Malen vorbereiten und dann wird es die Yvonne für mich übernehmen. Man geht von Station zu Station und präpariert diese mit spezieller UV-Farbe oder was bei uns Opferfüße heißt, sind kleine Plastikfüße, auf denen ein Codewort steht. Genau, guckt, dass alles ordentlich und sauber ist und dann empfängt man die Gäste. Wir hatten eine Veranstaltung, nee, das war tatsächlich beim Videodreh zu unserem Werbeclip auf exquisit.de. Da waren wir bis relativ spät, das ist immer so 20 Uhr irgendwann im Sommer, also kurz vor Anbruch der Dunkelheit waren wir im Wald und haben dieses Video gedreht. Und sind dann auf dem Rückweg quasi in Kolonne gelaufen und dann kam spontan jemand aus dem Wald mit irgendwas Schwerem, Stumpfen in der Hand auf den Weg getreten. Das war dann schon ein bisschen unangenehm für alle. Wir sind schon kurz vor der Zusage zu dem mit dem Partner in Hamburg. Also es wird in Hamburg in dem größten Stadtpark, ich habe gerade vergessen, wie er heißt,
stattfinden. In absehbarer Zeit auch in Berlin. Das ist abhängig von den Leuten, die ich da auserkoren habe, dass sie es machen wollen. Aber das wird, glaube ich, auch klappen. Ansonsten bin ich da gerne auch offen, wenn jemand anders denkt, der könnte das in seiner Stadt durchführen. Dann gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu machen. Ja, also ich kann noch nicht so viel dazu sagen, aber es wird auch eine Art Krimi im weiteren Sinne. Und da wird komplett in Augmented Reality erzählt werden. Also das ist die coole Komponente aus Pokémon Go, dass man die Kamera aufmacht und dann was sieht, was eigentlich nicht da ist. Damit versuche ich eine komplette Geschichte zu erzählen, die ein bisschen, sag mal, ungewöhnlicher ist, als was man sonst irgendwie erwartet von einem Handyspiel. Muss sehr angepasst werden auf die Lokalität. Es wird was es noch nicht gibt, und ich glaube, es wird auch ganz cool. Ich habe zwar schon lange und viel mit Computern zu tun, aber richtig programmiert habe ich noch, oder sagen wir, lange Zeit nicht. Und jetzt habe ich für Android und iOS den Kram selber geschrieben und bin dabei, das zu lernen, was ich brauche fürs neue Spiel. Ja, das ist mir persönlich sehr wichtig, dass alle Teilnehmer, die bei mir spielen, versuchen, den Wald so zu lassen, wie er ist, und vielleicht sogar schöner machen. Ich bin jetzt kein Öko-Warrior, also ich will die Leute nicht dazu prügeln, den Wald zu verschönern, aber ich fände es auf jeden Fall ein cooler Nebeneffekt, wenn Teilnehmer irgendwo Müll finden, dass sie den einsammeln und den Wald so ein bisschen schöner machen. Ist natürlich nicht, aber ja, cool.